Hallo und herzlich willkommen zu Sims 3 und zu den ungewöhnlichsten Lebenswünschen. Ja, wir müssen hier erstmal Ordnung machen. Und um so ein bisschen jetzt hat die, also mit dem Sozial haben die dauernd was zu tun. Weil sie bei Klaus auch total sozial. Wo ist denn der? Ach, der quietscht doch so ein bisschen rum. Okay, den lassen wir hier ein bisschen machen doch und sie wird erstmal anbellen. Nee, mach mal den Fernseher aus. Ausschalten. Okay, sie wird erstmal Essen machen. Ayaka ist wach. Der geht's aber ganz gut. Okay, Ayaka, du wirst aber hier mal kurz das sauber machen. So, und wenn sie dann so ihr Essen fertig hat, kümmere ich mich um das Erfinden-Level. Hallo? Geht nicht? Warum geht denn das nicht? Keine Ahnung. Also gut, dann mache ich jetzt mal zu Ende. Wir wollen mal gucken. Okay, Level 9 zur Hälfte, dann hat sie Level 10. Den Tag haben wir auch übersprungen, aber das musste ich dann so machen. Was ist denn? Nimm doch mal eine Portion. Nimmt sie gar nicht. Rasse, Hosse, Teller nehmen. Okay, dann kann ich den anderen nämlich hier wegpacken. Was machen die? Die voll Langeweile oder was? Genau, bürste den Hund. Okay, Ayaka, und du jetzt hier draußen im Garten kümmern. Garten pflegen. Und die Viecher da lässt man in Ruhe. Und sie kann natürlich auch hier. Irgendwie hat die doch noch hier diese Taschen. 2120 Simlern. Okay, fertig. Fertig, aufgegessen. Kümmert dich mal um Klaus. Und da kannst du den Sozial auch auffüllen. Dazu geht immer die Zuneigung am besten. Streicheln. Halt mal still. Schmatzer. Nee. Reden. Ach, jetzt macht sie das. Ein Leckerli geben. Hand beschnüffeln. Oh Mann, diese Rückwärtsgerinne finde ich ja auch immer sehr blöd. Und Bauchkraulen. Und wenn du das alte erledigt hast. Du hast nicht genug Schrott. Ach so? Drei? Naja, wir haben, wie gesagt, auch einen Tag übersprungen. Jetzt hat sich ein Zwerg hier eingenistet. Dann kaufen wir einfach mal Schrott. So, 100 Teile kaufen. Und nochmal. 100 Teile. Wisst ihr gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Macht das mal auf. Ach so, da hat gar keinen mehr. Also hätte sie wirklich überhaupt nicht mehr gehabt.
So, jetzt kann sie auch erfinden. Und jetzt. Naja, jetzt machst du mal die letzten paar Zentimeter von dem. Von dem Level. Hier hat sie auch nicht gehabt. Okay, und Ayaka? Dir geht's voll gut, aber gut, jetzt lassen wir Ayaka mal links liegen und kümmern wir uns um Sakura. Die steht hier hinterm Fernseher. Mann, du solltest hier was erfinden. Es sind jetzt so schwer, jetzt hier hinzulaufen. Ist ja blöd, die sofort hört sie damit auf. Na endlich. So, dann hoffe ich, dass das ja nicht so lange dauert, bis sie den Level 10 hat. Vielleicht sollten wir doch noch mit Ayaka irgendwo hinfahren. Dann ist es nicht so langweilig. Hallo? Achso, geht dann hier aufs Fest und dann gucken wir mal, ob da. Ob das Loch da ist. Sommerfest besuchen. Denn ich meine. Erfinden wird nicht gerade toll. Gut, ist schon auch wieder zwei Tage her, dass der Hacker irgendwie Schrottteile sammeln war. Vielleicht können wir denn. Mein Gott, wurden wir von Wildfett überrannt. Aber erstmal auf Sommerfest. Und? Apropos Sommerfest. Das kannst du mal benutzen. Hier läuft. Zu schnell. Ach, hier ist ihr Loch und noch. Sie kann das immer noch untersuchen. Nee, füll das mal aus. Das brauchen wir nicht mehr. Ach, hier stehen die. Lea Nakasa und Leni. Nee, River McIrish. Hä? Ach so, die hat den Hund ernannt, der heißt Leni. Jetzt sieht die es. Ach, gehen wir erst quatschen und dann können sie sich nicht riechen. Naja, aber so ein Fußball, das wäre schon mal nicht schlecht. Na, mach dir jetzt mal zu, dann wollen wir mal kicken, ob es hier irgendwo auch was zu essen gibt. Sehen tut das nicht. Warum geht denn das nicht? Der Wettbewerb ist vorbei. Ist ja doof. Ach, gib mir da dir doch eine ganze Weile. Ab und zu müssen wir schon müssen nach Sakura gucken. Spielt die da alleine Fußball? Ist ja doof. Die erfindet aber artig weiter. Okay. Hygiene. Sie hat total Hygiene. Und mitmachen.
Okay, also wie heißt sie? Alexandria. Wie sieht die so aus? Okay, ist sie vielleicht Teenager? Baschken. Begrüßen. Okay, also die macht nur ordentlich mit und Ayaka hält Kinnball. Die stinkt. Du solltest dann nach Hause gehen und wir gucken mal nach Sakura. Die muss da pinkeln. Aber nicht genug. Ich hoffe, sie unterbricht nicht. Nee, mach das mal aus. Naja, so dringend ist es ja hoffentlich noch nicht. Mach mal das auf. Sie hat aber schon anständig Schrottteile verbraucht. Sie spielt noch. Ich habe gedacht, die kommen mit dem Level mal ein bisschen hoch, aber das wieder mal geht das gar nicht. Oder nur sehr langsam, sagen wir mal so. Warum knoten der? Ah, jetzt ist es zu Hause, okay. Also Ayaka. Ah, jetzt. Ja, alt, klar. Okay. Zu spät. So hat die. Hat sie nur was erfunden noch? Nö. Na toll. Was macht sie denn jetzt? Chilabaka, Baki Nuba, Slorga Blue, Kiru, Askana. So, also Liane und so weiter und wir müssen ganz dringend mal aufs Klo. Und irgendwie hat sie die Erfindung abgebrochen. Das ist ja auch doof. Das ist total bescheuert. Geh jetzt auf Toilette. Ich denke, das ist so eilig. Okay. Und dann würde ich doch mal sagen, was ist mit dir jetzt hier? Bindung ist Angst. Erfind Band 3. Lesen. Vielleicht bringt das noch ein bisschen Level. Und wenn macht die unangemessene Forenbeiträge brusten. Mach mal mehr. Und tierfreie online tätig. Dann machen wir das hier. Nach Mitteilung sehen. Oh je. Jared. Und Bo. Stefan. Xander. Und so weiter, die
möchte ich irgendwie nicht. Nick und den kann ich gar nicht aussprechen und fertig. So, was macht denn denn Level? Wer ruft dich? Pauline ruft dich an, möchte plaudern. Okay. Pauline, ich weiß gar nicht, wo sie mit der irgendwie zusammengekommen ist. Okay, wenn sie weiterliest, scheint es also doch ein bisschen schneller zu gehen. Ach, guck mal, hier ist der Vater geworden und vorhin war der auch in den Online-Dating. Gut, machen wir es schneller, dann schaffst du vielleicht nächste Level. Ja, so richtig nicht. Okay, sie hat keinen Hunger, aber ist nur ein bisschen Zeit, die gehen auf Toilette. Okay, dann räumst du das mal auf. Klaus? Erst, ach, der muss mal pullern. Mal kicken, ob es sich schon lohnt. Schlafen? Nee, lohnt sich noch nicht. Also weißt du, was das lässt oder nicht? Hm, das ist das Klaus. Das lässt sich doch nicht so, das geht's mal bitte sauber machen. Ah, gerade wollte ich gucken, Sakura hat das 10. Level erreicht. So, na gut, jetzt darfst du dir was zu essen nehmen. Wieso kocht die? Die braucht nicht kochen. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt ist halt voll. Perfektioniert erfinden. So, und wenn sie das perfektioniert hat, Sakura? Na gut, dann, also sie geht jetzt schlafen. Was machen die da? Gehen wir jetzt schlafen. Achso, sie räumt das alte Essen weg. Und ich guck nochmal danach, was ich dann demnächst machen muss. Mal sehen. Und dann haben wir ja bei dir geschafft. Denn den Herzschlöff kennen wir auch schon. Und ja, wer mocht die Früchte? Mal sehen, was so auf uns zukommt noch. Jetzt zum Abschluss. Okay. Tschüss.